Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. So, wir machen weiter. Wir bauen jetzt hier auch wieder raus. Und zwar hier geht das drauf. Das ist jetzt auch im Prinzip das gleiche in grün. Das wird auch eine Gräbstättlinie werden. Geld kommt ganz gut rein. Sehen wir hier. Und das ist Gräbstättstein. So. Damit können wir den Stein noch anliefern. Wer weiß, wo das Zeug irgendwann mal hinkommt. Wissen wir ja nicht. So. Gut. Lass mich mal gerade ganz kurz was gucken. Hier unten hätten wir das Öl. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Okay, machen wir das mal ein bisschen weniger. So. Ich ziehe das jetzt mal einfach so rein. Wie gesagt, ob das so überhaupt bleibt, weiß ich ja noch gar nicht. So, machen wir das mal so an den hier ran. Das ist Eberbach Öl. Ne, Röhl. Röhl. Die Busse funktionieren ja auch hervorragend. Wir die mal hier rein. Nehmen wir auch ein paar von. Jo. Und dann müssen wir nämlich nichts anderes machen als hier. Das anschließen. Und das auch anschließen. Im besten Falle produzieren wir unser Öl hier auch. Und das kann mitgenommen werden. Das ist Hofheim. AT. Öl. Da stellt ja nicht hier nur Öl her. Mehr nicht. So. Schauen wir mal. Fahrzeuge sind raus. Hinten stellen wir, sollen wir mal Steine herstellen. Hier produzieren wir auch Steine, wie blöd. So, dann wollen wir hier das noch anschließen. Ich ziehe das jetzt einfach mal ganz, ganz profan hier rein. Soll jetzt auch nicht schön werden. Ich will nur wissen, was passiert. So. Eberbach Waren. Gell? Nee, Werkzeuge, Maschinen. Ich probiere jetzt das gerade mal aus. Das ist ein Test. Oh ja, jetzt muss ich wieder den anderen finden. Hier hinten. Das könnte nämlich nur für uns richtig, richtig positiv gehen, wenn wir das hier hinten auch noch produzieren. Werkzeuge. Es könnte halt Eberbach nach oben schießen, ne? Wobei die schon ausgezeichnet angeschlossen werden. Haben wir denn... Warte mal, wir haben doch bestimmt irgendwo ein Kaff, was noch gar nicht so angeschlossen ist. Jericho oder sowas. Schlecht und gut. Schlecht bei Brötchen und Werkzeug und so Zeug. Brötchen. Hier mal ganz viel Brötchen.
Und hier hätten wir theoretisch auch nochmal einen Anschluss, der sogar am Netzwerk dranhängt. Das wäre zum Beispiel auch so eine Sache. Hier, das würde sich bestimmt lohnen, weil das hängt hier am Netzwerk dran. Das muss eigentlich nur bedient werden. Wir haben ja jetzt eine zweite Fabrik. Und das ist Lützensprit. So. An Lützensprit hängen wir natürlich auch ein bisschen Sprit dran. So. Aber Lützen selber hätte ganz gerne sein Brötchen genutzt. Wir könnten natürlich Folgendes machen. Hier könnte man natürlich Folgendes machen. Jetzt machen wir das mal so. Das wird jetzt hier ein kleiner Verteilknoten. Da führen drei Linien rein. Die mache ich jetzt schnell mal. Erste Linie geht vom Hub raus. Haben wir bestimmt hier einen. Da ist einer. Geht dahin. Immenhausen Brötchen. Zweiter Hubverteiler geht von hier aus weiter. Das ist Immenhausen Werkzeug. So. Und auf die packen wir jetzt natürlich einfach einfach Verkehrsmittel drauf. Ah, wieder eine Tram. Da haben wir sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf die Immenhausen Werkzeug. 1, 2, 3, 4, 5 auf die Brötchen nochmal. Gut. Jetzt schaue ich mal. Theoretisch müsste jetzt eine Eskalation stattfinden. Das bedeutet, es wird das Netz erweitert sich gerade in alle Richtungen parallel. Hier wird extreme Mengen werden hier produziert und liegen hier bereit. Werden hier 3000 irgendwas. Mehr kann auch gar nicht abtransportiert werden, nehme ich an. Hier wird angefragt und hier wird wahrscheinlich auch angefragt, weil irgendwas davon ist auf jeden Fall produzierbar. Und wenn es von hier kommt. Genau. So, hier hätten wir Holz zum Beispiel. Das könnte man nach Jericho liefern. Holz wiederum wäre hier unten benötigt. Könnte man natürlich hier einen schönen Spin machen, ne? Also wäre gar kein Problem. Gucken wir mal, die laufen theoretisch, haben aber keinen Bedarf gemeldet. Es wird natürlich jetzt ein bisschen dauern, weil nach da hinten ist natürlich auch nicht der nächste Weg. Und dann in, wo war's? Wo habe ich's? Da hier. In Hofheim zum Beispiel könnte das auch abgenommen werden. Aber es kann ein bisschen dauern. Schon die Verdienste aus. 180 Millionen pro Jahr. Ist okay. Ginge schöner, aber ist erstmal zumindest im Augenblick okay. So, hier haben wir zum Beispiel auch noch was. Da wird tatsächlich was beauftragt. Oh, da wird ordentlich Stahl angefordert. Und da könnte alles Mögliche produzierbar sein. Kommt hier Stahl? Nein, noch nichts. Ist noch in Arbeit. Wird natürlich jetzt hier auch in dem... Dieses Werk freut sich natürlich über solche Produktionsgeschichten, ne? Hier ist ein gigantisches Potenzial gerade am Start. Einziger Nachteil oder einziges Nichts noch aktuell ist, dass wir hier zu wenig Eisenerz haben. Sollte natürlich hier jetzt kein Problem sein eigentlich.
Die wollen sich sogar verkleinern. Das sollte man verhindern. Haben wir nur einen Eisenerzfahrer? Tatsächlich. Wir müssten diesen Zug hier kopieren. Der verdient auch tatsächlich ganz gut Geld. Den sollten wir auf jeden Fall erweitern. Da holen wir uns noch einen zweiten ran. Das würde ich ganz gerne jetzt mal machen. Warte mal kurz. Wir sind doch da fast richtig. Da müssen wir hin. Weil die kriegen nicht genug weg. Und die müssten aber mehr wegkriegen. Bauen wir den Zug schnell zusammen. Der ist ja schnell zusammengeschraubt. Das braucht man einen Raelion, glaube ich, oder? Raelion! Oder Lion. Raelion. DB Cargo. Dampf, genau. Welche ist denn das? Die 152er, genau. Die DB Verkehrsrot war das. Die war nicht so weit unten. Die müsst irgendwo Vectron. Wir kommen das noch näher. Haben wir die nicht mehr? Das kann vielleicht auch sein, ne? Da ist er auf jeden Fall gewesen. Da ist er noch. Okay, die nehmen wir. Dann kommen viermal die Fawns drauf. DB Schenker Modell war das, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Und dann hängen dreimal die anderen drauf. Die längeren. Die da. Die hängen da dran. Okay, dann packen wir die drauf. Jetzt hat sie 6000er Durchrate. Produktion ist erstmal gerettet. Weil die Kohle kommt nämlich hier viel schneller ran. Die Kohle kommt hier nämlich deutlich schneller ran. Und wenn ich mir das nämlich so angucke, ist nämlich auch mit 6000 Kohle noch relativ viel da. Was wiederum das Kohlewerk erstmal ein bisschen in, Lummerland schickt. Müssen wir mal gucken, ob das so kommt. Normalerweise, die kann ja hier nicht rein, das heißt, die wird erst zur zweiten Haltestelle fahren müssen. Die kommt von hier aus. Der fährt voll mit Waren weg, das ist natürlich total toll. Haben wir jetzt irgendwie schon einen Effekt oder sowas? Ja, hier wird tatsächlich produziert. Hier, das funktioniert. Haben wir hier hinten schon einen Effekt? Nee, noch nicht so. Wobei, das müsste ja eigentlich auch ganz gut funktionieren. Außer, hier fährt kein Cargo zwischendurch. Ja, das ist natürlich saudämlich, ne? Waren Eber durch Hofheim. So. Jetzt hauen wir denen erstmal 10 Fahrzeuge Minimum drauf. Wenn es reicht. Kein Wunder. So. Jetzt sollte sich das Problem mit den Waren hier auch gelöst haben. Die sollten dann auch relativ schnell andübeln. Auch der sollte anfangen. Der hat ja schon angefangen, der produziert ja auch schon. Die ersten Werkzeuge hier gehen an den Start und werden hier geliefert, wo eh nur 33% da sind. Auch das wird Eberbach natürlich helfen, das ja auch dann später an unserem neuen Streckennetz dranhängt. Ich spare jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen. Das haben auch viele sich gewünscht gehabt mit dem Sparen. Und dann, ja. Gucken wir mal. Wie gesagt, diese kleine Mini-Änderung,
die ich nicht auf dem Schirm hatte, zugegebenerweise, sollte hier jetzt gleich eskalieren. Aber das werden wir sehen. Wir wollten ja eigentlich hier hin und das hat auch schon tatsächlich den ersten Ausschlag gegeben. Hier kommen auch relativ gute Züge mittlerweile an. Nur der Spritzug ist noch ein bisschen mager. So, wie schaut es bei euch aus? 8000er Max-Produktion. Es dauert natürlich eine ganze Weile, bis so ein Zug durchkommt, ne? Jetzt warte ich mal ganz kurz ein Minütchen. Die ist immer noch auf Max-Produktion. Die schießt gerade rauf wie blöd, aber die lagert alles. Hm. Können ja mal ganz kurz gucken, wo ist denn das neue? Ach, das ist Baumarktverteiler. Der wartet immer noch auf freie Wege. Was ist mit dir? Ich dachte, du kommst jetzt schon mal. Die ist gerade keine Lücke, ne? Ich meine, das verstehe ich mit der keinen Lücke, ne? Das ist ja völlig klar. Oh, jetzt ist es so schön, wenn du es ruckelfrei spielen kannst. Auch wenn man langsam spielt, ist es einfach viel angenehmer. Weil es auch ein bisschen smooth läuft, ne? Auch ein schönes Foto eigentlich. Die gehen hier spazieren. Also irgendwann demnächst müsste der Zug dann doch schon mal rausfahren. Jetzt offen oder zu? Normalerweise fährt er hier rüber und fährt dann auf der Spur weiter. Das schaue ich mir jetzt gleich mal an. Hier ist keiner drin. Das heißt, es kann fast nur sein, dass hier oben genau noch einer kommt. Und hier stehen immer noch so sau viele Leute rum. Und hier auch. Also der Bredstedt-Bus vor allen Dingen ist so ein bisschen under pressure. Können wir auch vielleicht mal zwei Fahrzeuge mehr drauf packen. Ach, das ist ja noch dieser da. Oh. Ja, pass auf, Update. Da machen wir bei Bredstedt auf jeden Fall ein Update drauf. Und dann machen wir, wenn das geupdatet ist und die sich ein bisschen tariert haben, schauen wir mal, wie viele wir von denen entsorgen dürfen. Wichtig, glaube ich. So, da kommt jetzt übers Nadelöhr hoffentlich keiner mehr dann durch. Ich mache jetzt mal ganz kurz was aus Verzweiflungstat. Der überholt ihn tatsächlich. Der überholt ihn linksseitig. Ach, der kann ja gar nicht anders, natürlich.
Okay, nichts gesagt. Warum wartest du eigentlich? Okay. Meine Lieben, ich würde sagen, wir schauen bei der nächsten Folge weiter. Wenn ihr Lust habt und bis dahin, sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Das funktioniert. Und habt eine schöne Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen und ich bin raus für heute. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.